O Mensch, du bist zwischen Licht und Finsternis gestellt. Sei ein Kämpfer des Lichtes. Verwandle die Pflanzen, verwandle die Tiere, verwandle dich selbst. Soll der Auswanderer zeigen, was er in Sachen Markisenbau drauf hat. Hier wirst du die meiste Zeit arbeiten. Heute bauen wir drei, ich glaube auf Deutsch heißen sie Korbmarkisen. An Arbeit wird es Peter in der nächsten Zeit nicht mangeln. Seine Firma hat reichlich Aufträge. Peter verdient in Dänemark monatlich doppelt so viel wie zuletzt in Deutschland. Thomas Lange aus Uslar hat sich seinen Traum von den endlosen Straßen Nordamerikas vor 2 Monaten erfüllt. Thomas hat auf Prince Edward Island an der Ostküste Kanadas einen Job ergattert. Seitdem ist er täglich auf Achse. Seine Frau und die beiden Söhne sind in Deutschland geblieben, doch schon morgen kommt die Familie nach. Morning, guys. Morning, Ronnie. How are you? Good, how are you? Fine, babe.
neuen Beruf. Ja, welchen? Einfache Arbeit, keine Investitionen, Rohstoff im Überfluss. Und die Kosten? Überhaupt keine. Nein. Die da kann man absolut. Auch Arbeitslose und Randgruppen? Vor allem die. Ein Beruf ohne Qualifikation. Man stellt massiv ein, kompensiert die Arbeitslosigkeit und hat beste Statistiken. Und was soll das sein? Fresser von Kacke. Kackefresser? Ja. Fresser von Kacke? Ja. Stimmt, Rohstoff ist genug da. Und jeder kann es machen. Das ist wahr. Vor allem die Arbeitslosen, die sind es ja gewohnt. Ja, aber das Problem ist, wozu ist das gut? Zu nichts. Felix liebt das Alleinsein. Seine Familie meint, sonst unterscheide ihn nichts mehr von einem Brasilianer. Bis auf das Essen. Brasilianische Fleischberge kombiniert mit deutscher Hausmannskost. Alle sind so glücklich in ihrem Beruf, mehr kann man auch nicht wünschen. Aufregung auf der Straußenfarm. Bei Familie Eulen ist endlich die ersehnte Schlachtgenehmigung eingetroffen. 5 Tiere müssen dafür eingefangen werden. Hannelore? Hannelore? Du kannst auch ohne Geld viel Gutes tun. Wie ohne Geld? Schau dich um. Es gibt so viele Menschen, denen du helfen kannst. Jetzt spielen sie total. Hier gibt es keine künstliche Arbeitswelt. In einem Museumsdorf bauen die jungen Leute ein altes Bauernhaus wieder auf. In ihrem Tempo mit Anleitung durch Ausbilder. They can pay you. Ein Arbeitmeister von uns geht nach die Häuser von den Leuten, die nicht kommen. Dass von jedem etwas gefordert wird. Ich muss herkommen, sonst kriege ich kein Geld. Würden Sie lieber zu Hause sitzen? Nein, das ist schon in Ordnung so. So ist das Leben. Du musst für dein Geld arbeiten. Du musst arbeiten, wenn du Geld haben willst. They can pay you. Ist es auch sehr wichtig, dass die jungen Leute Verantwortlichkeit nehmen für das eigene. Was geht jetzt ab?
Jetzt lies sie doch wenigstens mal durch. Das bringt doch nichts. Kaffee? Es gibt Hartz-IV-Wohnungen, Hartz-IV-Anwälte, Hartz-IV-Tafeln und Firmen, die sich ihre Mitarbeiter vom Staat ausbilden lassen. Die Branche floriert. Jetzt überleg doch mal, was du tust. Ja, Wagner, schönen guten Tag. Ich lese gerade hier in der Zeitung Ihre Annonce. Ist die Stelle eventuell noch frei? Wissen Sie, Herr Wagner, wenn Sie 20 Jahre jünger wären, mit 55? Naja, Herr Schwab, das höre ich öfters. Aber wissen Sie, ich habe mittlerweile mehr Berufsjahre auf dem Buckel als Sie Lebensjahre. Machen Sie mal Ihre eigenen Erfahrungen.